So, hallihallo. Mein YouTube-Kanal heißt ja Permakultur und Transition. Und Transition geht ja darum, den Wandel der Gesellschaft, der Städte, des Systems in ein nachhaltiges, ganz nach dem Motto. Ja, anstatt irgendwas zu zerstören, was bisher da ist, etwas Neues aufbauen, was das Alte unabhängig, überflüssig macht und ja, damit halt einen Wandel kreieren oder wie Schiller gesagt hat zur Zeit der Revolution, das rollende Rad während seines Umschwungs austauschen. Das klingt nach einem Kunststück und ich glaube, das ist es auch. Ich habe ja 2013 bei mir so eine Transition-Bewegung hier in Overath gestartet, Wandelstarter, was ich, wahrscheinlich die Leute, die jetzt neu in meinem Kanal dabei sind, haben das noch nicht so mitbekommen. Gemeinschaftsgarten gestartet, solidarische Landwirtschaft. Und ja, viele Treffen, bla bla bla. Einfach mal in meinen Kanal reingucken, Wandelstarter-Treffen oder so auf meiner Seite. Und jedenfalls bin ich ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube sogar schon vorletztes Jahr war es. Ja, ich glaube vorletztes Jahr. Nachdem das mit dem Gemeinschaftsgarten nicht so richtig was geworden ist und auch mit den Geflüchteten, die auch nicht so viel Interesse leider, sich zu erden und hier mit der Erde hier anzukommen, sich zu verwurzeln und gärtnerisch was zu machen oder irgendwie was anzubauen. Dachte ich, okay, ich versuche es jetzt wieder noch lokaler, wirklich in meiner Straße und da gibt es auch dieses Transition Streets Idee, also wem die ganze Transition Town Idee nichts sagt, einfach mal Rob Hopkins, oder ich habe auch die Filme übersetzt, von Englisch auf Deutsch, in Transition 1.0 und 2.0 in meinem Kanal. Ja, und da geht es ja darum, dass die Nachbarschaft nachhaltiger zu gestalten und ne, wenn wir mehr irgendwie mit der Nachbarschaft kommunizieren, dann gibt es weniger Transportwege, man fährt nicht so viel Auto, weil ja, entweder hat der Nachbar vielleicht was oder bevor man irgendwie für dies oder jenes zum Supermarkt geht und das kauft, ne, dann vielleicht gibt es das da schon oder man muss nicht einen Krankenwagen rufen, der Nachbar kann einen irgendwo hinfahren oder sonst wie was. Also es ist in vielerlei Dingen, Werkzeug teilen, man muss weniger selbst besitzen. Ist eine gute Nachbarschaft, gemeinschaftliche Nachbarschaft gut für den weniger Ressourcenverbrauch und für die ja, für das Gesamtgefüge, habe ich mir gedacht. Und bin vor 2 Jahren also durch meine ganze Straße getippelt und habe so Zettelchen verteilt. Nachhaltige Nachbarschaft. So sieht das aus. Jetzt blende ich es vielleicht noch ein. Na, dann bin ich wieder unsynchron. Aber ich kann die Fragen vielleicht immer noch posten oder ich lese es mal kurz vor. Das erste ist, ich fühle mich ja wohl. Ich fand es einfach interessant oder wichtig, ob die Leute sich ja nicht wohlfühlen, wenn sie hier leben. Ich kenne meine direkten Nachbarn gut, also die um mich herum wohnen. Und ich kenne die Leute in meiner Straße, in meinem Block, also so 10 Häuser-Radius, gut. Öfters im Jahr treffe ich mich mit meinen Nachbarn, lade sie ein, um zu gucken, wie sind die so vernetzt. Und halt auch der Wunsch nach, das Bedürfnis, ich würde gerne mehr mit meiner Nachbarschaft machen. Ich würde gerne mehr Zeit mit meiner Nachbarschaft teilen. So, dann die siebte Frage. Ich würde gerne mehr Werkzeug, Geräte, Essen, Material mit meiner Nachbarschaft teilen. Achtens, mir ist ein Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft wichtig. Ich bin mir bewusst, dass wir verstärkt mehr verbrauchen, als auf unserem Planeten nachwachsen kann. Einfach mal, um zu gucken, wie bewusst sind sich die Leute meiner Nachbarschaft darüber. Ich möchte meinen Lebensstil nachhaltiger gestalten. Dann weiß ich auch so, wo kann ich quasi ansetzen, wie ist, sag ich mal, wie ist der Nährboden für jemanden wie mich hier in der Straße? Für mich trägt eine gute Nachbarschaft zu mehr Nachhaltigkeit bei. Sagen wir mal so, inwiefern verstehen Sie überhaupt, was Nachbarschaft mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Und ich sehe die Zukunft positiv, ist meine letzte Frage. So, und dann wird halt angekreuzt, trifft voll zu, eher nicht zu, gar nicht zu. Um einfach mal, wie gesagt, zu checken. Und ja, dass das 2 Jahre lang rumliegt und ich nichts weiter daraus gemacht habe, könnt ihr schon quasi ablesen, dass es dass mich nicht so gerufen hat, das Ergebnis.
Hier haben wir zum Beispiel halt auch, ja, es ist auch viel widersprüchlich. Also manche Leute, die sind sich bewusst, laut Häkchen, dass sie nachhaltiger leben müssten, haben aber überhaupt kein Interesse daran. Und andere Dinge. Manche kennen ihre Nachbarn überhaupt nicht. Oder wo war das? Hier? Nee, der nicht. Irgendwer hatte das. Das macht gar keinen Sinn, die alle da reinzuzählen. Oder hier auch. Also, das letzte auch noch was hier. Steht halt auch dann unten, sind sich total bewusst, dass sie nachhaltiger leben müssten, aber haben nicht das Interesse, da was dran zu ändern. Ich hatte auch überlegt, dass ich dann einfach nochmal so fake-mäßig rumgehe, so nach dem Motto Fake it until you make it, wie im Lach-Yoga, und sage, hey, boah, ja, alle Leute in der Straße haben das total das Interesse an mehr Nachbarschaftsaktionen und ich gebe jetzt ein Fest und so weiter und es einfach behaupten, dass jeder daran Interesse hat. Aber ich hatte dann doch nicht so die Energie, das da umzusetzen. Also ich hätte dann so gedacht, ne, wenn man einfach mal sagt, alle haben Interesse, dann denken sie, ah ja, cool, ja dann vielleicht. Ist ja schön, dass die Nachbarn Interesse haben. Vielleicht hat dann jeder, ist dann offener wieder dafür, in so einen Kontakt zu gehen. Vielleicht aber auch nicht. Also meine bisherige, ich hatte mal in meinen Waldgarten eingeladen, so Eröffnung, ich mache Brombeeren, ne, ist ja alles voller Brombeeren. Brombeeren sind reif für Pflücken und es gibt Brombeereis und so weiter. Hab die ganze Straße Zettelchen verteilt. Da sind auch nur zwei Nachbarn gekommen, mit denen ich näher Kontakt habe. Und das war's. Also nicht so gut. Ich habe das Ganze dann mal ausgewertet. So sieht das Ganze aus. Ja, irgendwie hat der Calculator das Fragen vertauscht. Ich zeige es aber auch gerade falsch rum. Aber das ist die erste Frage und ich fühle mich wohl. Also doch, die allermeisten fühlen sich hier sehr wohl. Dann kommt, ich kenne meinen direkten Nachbarn gut. Das ist schon oft der Fall, aber auch manchmal nicht so, ein bisschen nee. Und ich kenne Leute meiner Straße im Block gut. Das ist ziemlich 50-50, bis hin zu Leuten, die halt wirklich auch sagen, nee, kenne ich gar nicht gut. Öfters im Jahr helfe ich, treffe ich mit meinen Nachbarn und lade sie ein. Sehen wir, nee. Also der größte Teil sagt, nein, machen wir nicht. So. Ach, da will ich mal gerade zwischenhaken, bevor ich es ganz vergesse. Und zwar, wie macht man das? Ich habe die ganzen Zettelchen hier, ne, ich habe die erstmal verteilt und habe gesagt, ich komme in der Woche oder so nochmal wieder und sammle die dann alle ein hier in diesem Ding, ne, werden dann gefalten und da rein. Dann habe ich mir gedacht, ist vielleicht halt schon ganz gut, wenn sie wissen, dass es anonym ist, weil sie dann ja sicherer ihre Antworten geben können, ohne, also dann ist mir nur dieses Ding weg mit, was denkt der andere jetzt von mir, wenn ich so oder so antworte. Für mich, als jemand, der das aber auswertet und will gucken, wie ist es so geografisch verteilt in meiner Straße, wo sind gute Nachbarschaftsnetzwerke und wo wenig und wer hat Interesse an mehr Nachbarschaft und wohnt vielleicht direkt jemand daneben, der auch mehr Interesse hat an mehr Nachbarschaft und beide kennen aber ihre Nachbarn nicht gut und so weiter, ist natürlich kolossal wichtig, dass ich eigentlich weiß, von welcher Hausnummer welcher Zettel ist. Ja, da habe ich mich dann eines Tricks bedient und der Rückseite so mit so einem Lineal so einen Strich gemacht nach Zentimetern und dann quasi jeder Hausnummer dann ihren richtigen Zettel gegeben, um dann nachher halt nachzugucken, also wo ist dieser dünne Bleistiftstrich, welche Hausnummer war das, bei welchen Zentimetern ist der Strich, dann weiß ich, welche Hausnummer das ist, um halt zu gucken, ja, wer das ist und was ich daraus schließen kann. Ist also nicht so ganz ehrlich gewesen, dass es anonym ist, aber ja, habe eh nicht so viel daraus gemacht. Ein paar Leute haben auch ihren Namen extra draufgeschrieben oder ihre Hausnummer oder noch ein paar Kommentare gegeben. Egal, das sind wir dazu. Mir hat das Ganze riesig viel Spaß gemacht, das auch mal an der Stelle gesagt. Und ich hatte schon total Lust, mal in einen ganz anderen Teil des Dorfes zu gehen. So ein Neubaugebiet, wo alle Leute gleichzeitig eingezogen sind. Mich interessiert sowas einfach zu gucken. Wie antworten die Leute da? Wie gut kennen sie sich da? Wie viel Nachbarschaftsvernetzung gibt es dort?
Wie ist das in so einem Neubaugebiet, wo alle gleichzeitig hinkommen? Und wie ist das in so einer Straße, die so gewachsen ist, wo Leute kommen und gehen und jeder dann irgendwie nur noch so sein Ding macht? Habe ich nämlich auch schon mal gemacht, als ich im Neubaugebiet war. So fing das eigentlich alles an, noch bevor meiner ohne Geld durch die Welt reise. Ich wollte einfach mutig sein und an an Türen klingeln können. Und dann dachte ich, ich muss mir irgendwas ausdenken, irgendeine Story. Und dann dachte ich, ich mache was für die Schule. Ich war schon gar nicht mehr in der Schule, aber ich mache was für Schule, Erdkunde und muss wissen, wie die Leute hier in der Nachbarschaft vernetzt sind. Das habe ich damals schon gemacht. 2000, im Januar 2011. Ja, jetzt habe ich es halt wieder gemacht, so in etwa. Aber halt hier meine eigenen Straßen. Dann haben wir ja die spannende Frage: Ich würde gerne mehr Werkzeug, Geräte, Essen, Material mit meiner Nachbarschaft teilen. Und hier sehen wir wirklich, ja, das ist die, wo der große rote Balken ist, dass da viele Leute gesagt haben: Nee, auf gar keinen Fall. Ne? Also wahrscheinlich dann einfach die Sorge, dass Geräte kaputt zurückgehen oder so. Oder es auch einfach zu viel Kontakt ist. Irgendwie, wenn hier fragt mal der danach, dann weiß man auch gar nicht mehr, wo es ist vielleicht. Und ja, nur eine Person hat ja gesagt. Wirklich, ich würde gerne mehr teilen. Und das war lustigerweise auch die Person, die dann sonst auf dem Zettel hatte, dass ihre Nachbarn alle gar nicht kennt. Und so. Ja, dann haben wir die Frage, also wie sehen wir das. Da nicht so das Interesse ist, das Ganze nachhaltiger zu gestalten, ne? Weil es ist eigentlich die wichtigste Frage fast. Mir ist ein Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft wichtig. Das ist eigentlich doch allen Leuten mehr, ne? Ziemlich grün, schon da. Und das Bewusstsein, dass wir nachhaltiger leben müssten, dass wir mehr verbrauchen auf dem Planeten als nachwächst, das ist wirklich laut den Zetteln vorhanden. Darüber dann allerdings, ich möchte nachhaltiger leben, ist schon nicht mehr ganz so. Und halt auch die Frage, für mich trägt eine gute Nachbarschaft zu mehr Nachhaltigkeit bei. Also ich finde, das ist eine ganz logische Aussage, wo eigentlich jeder hätte sagen müssen, ja, auf jeden Fall, klar. Aber das Verstehen ist anscheinend auch gar nicht richtig verstanden, dass gute Nachbarschaft was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und ich sehe die Zukunft positiv, ist genau 50-50, also weder super positive Leute hier nur noch super negatives, hat sich sehr gut ausgeglichen. Ja, das war einfach mal so meine Auswertung. Würde mich mega freuen, wenn ihr auch Lust habt, so eine Auswertung zu machen, mal in eurer Straße. Vielleicht kommt da ja richtig was Gutes rum oder ihr. Das ist ja auch so ein bisschen mein Ding. Ich wollte einfach mal wissen, wer wohnt eigentlich alles in meiner Straße. Aber ich kenne die selber alle gar nicht. Und das war halt eine gute Entschuldigung, einfach mal zu klingeln und Hallo zu sagen. Gleichzeitig was über meine Nachbarschaft zu erfahren. Ja, wie gesagt, das ist 2 Jahre her. Habe jetzt nichts weiter daraus gemacht, weil die Antworten nicht so waren, als dass ich es. Ja, wie gesagt, dass ich das Gefühl hatte, da kann ich mitarbeiten, da kann ich was machen, nee. Und das ist halt ja auch der Grund, warum ich mir immer mehr von diesem, ne, eigentlich ist dieser Leitsatz, denke global, handle lokal, aber hier bin ich halt relativ, ich weiß nicht groß, was ich hier noch lokal machen kann. Ich erschöpfe mich und bekomme null Resonanz, eher Widerstände. Und wenn ich so ein YouTube-Video mache oder ja, Wärmekulturberatung dann darüber mache und durch halt Deutschland fahre, um dann da was zu machen. Da ist einfach Resonanz da und das ist schön. Auch wenn es nicht hundertprozentig eigentlich mein Prinzip war. Aber ich muss ja auch irgendwie gucken, wo fließt die Energie hin und wo ist es leicht und wo kann ich gedeihen. Sowieso so ein bisschen Thema gewesen hier auch bei mir. Haben ja so ein paar Leute geschrieben, ich soll meine Blutwerte checken lassen oder so. Und es geht nicht um meine Ernährung, sondern dass ich so ein Thema einfach mit mir hatte und ich bin dabei, also ich habe es erkannt und bin dabei, es aufzulösen, dass ich einfach keinen Raum einnehmen will, keine Rohstoffe verbrauchen will
und dadurch so ein bisschen das Leben verneine in mir. Und das kommuniziere ich ja dann mit meinen Zellen, dass ich sparsam, bescheiden und so weiter sein will und ja nicht zu viel wegnehmen und ja nicht zu viel verbrauchen, konsumieren, für mich beanspruchen, einnehmen, und dadurch mache ich mich ganz klein irgendwo auch, weil ich mir es nicht zulasse, zugestehe, mich halt auszuweiten, Raum einzunehmen. Und ja, deswegen denke ich, dass dann mein Körper, also das ist für mich sehr verständlich, sagt so, jo, der will nicht die Fülle. Also werden die halt Zellen in ihrem Lebensbedürfnis verneint. Ja, aber das versuche ich zu ändern. Okay, das soll es gewesen sein. Was haben wir denn jetzt? Es filmt sogar noch 16 Minuten. Jeder Beinwell hat langsam fertig geblüht. Er liegt jetzt schon am Boden. Da kann er ja vermulst oder verjaucht werden. Aber noch ist er voll mit Bienen. Und hier, das ist auch noch ganz traurig. Und zwar sind diese Blüten von Indianerbananen, die waren wirklich befruchtet, da sind diese Stempel größer geworden und zu kleinen Früchten geworden, also wirklich zu kleinen Früchten. Aber jetzt sind sie alle abgefallen. Ob das nur der Sturm war oder die einfach gesagt hat, sie ist noch nicht bereit, weil ich meine, an so einem kleinen Ästchen hier, so eine mangogroße Frucht, ich weiß auch gar nicht, ob die das halten kann. Muss ich vielleicht noch mal ein Jahr warten. Ja, sonst noch was? Nee, jetzt lassen wir es dabei. Schönen Tag euch. Ach so. Ich zeige es vielleicht nochmal hier so zum Abschluss. So sieht's aus.